So, wir gehen mal zurück, dann haben wir einen Schmied. Ey, sehr geil. Wir kommen unserem Ziel näher. Und ich muss die Stadt größer machen. Das ist zu klein. Das ist einfach zu klein. Viel zu klein. Der sieht cool aus. Aber der wird mich bestimmt auch nerven. Der wird mich auch bestimmt beleidigen. Kommst du? Warum bin ich eigentlich zurückgelaufen? Ich habe so eine Chimärenflügel. Damit kann ich eigentlich direkt mich zurück teleportieren. Ja, ich glaube, ich laufe mal lieber. Scheiße. Ich benutze die kaum. So, wir sind da. Natürlich geht er als erstes in meinen Raum. Du hast... Weißt du, du bist... Du, ich habe dich jetzt gefressen. Bei meinem ramponierten Rücken. Du hast es wieder geschafft, Eliza. Du hast den Schmied nach Kantlen zurückgebracht. Du weißt genau, dass es der Schmied ist? Okay. Wie war das? Du bist ein Monster begegnet, das Pili aufs Haar glich. Und es bewachte Magnus Zelle? Dann ist es genau, wie ich befürchtet hatte. Die Monster beobachten uns bei jedem Schritt. Wir hätten sie sonst über Pili und mich Bescheid wissen können. Zweifellos haben sie Magnus mit dem Ziel gefangen genommen und in ihre Falle, um in ihre Falle zu locken. Wir dürfen diese Schurken nicht unterschätzen. Wir müssen unsere Verteidigungsmaßnahmen verdoppeln. Doch zuvor gute Arbeit, Eliza. Wenn du noch keine Gelegenheit dazu hattest, solltest du mit Magnus sprechen und so viel wie möglich von ihm lernen. Also wenn mein Lesen immer schlechter wird, dann tut's mir leid. Jetzt klatschen wieder alle wie so ein Spasten. Kannst du mal hier runterkommen? Ich komme hier nicht hoch. Wie die alle in mein Zimmer gehen. Irgendwann ist genug. Verpisst euch aus meinem Zimmer. Natürlich. Natürlich. Du gehst auch noch direkt rein, ne? Kleiner Bastard. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man das so... Jetzt pennt sie schon wieder. Ich mach das mal jetzt gerade dahin. Das Schild, wenn man reingeht, dass man das direkt sieht, dass das mein Zimmer ist. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber bei Pili geht irgendwie keiner rein. Bilder entstehen vor Elizas geistigem Auge. Was ist denn jetzt los? Seufzt, könnte ich doch den Rest meines Lebens mit meiner Geliebten allein verbringen. Warum seid ihr alle so winzig? Doch das Wissen, dass ein Monster uns jederzeit diese Freude berauben könnte, lastet schwer auf mein Herzen. Los. Aber sobald ihr den Drachenfürsten besiegt habt, wird bestimmt alles gut. Die Göttin sei mit euch, tapferer Abenteurer. Okay. Der sieht aus wie Trunks. Und du? Weiß ich nicht. So, wenn ich mit meinem Geliebten allein bin, vergesse ich die Gefahr, die in dieser Welt schwebt. Ich kann nicht mehr lesen. Doch leider kann ich mich unserer Sorge nicht gänzlich entschlagen. Okay. Denn mein Geliebter sagt, dass wenn unsere Welt vernichtet würde, auch unsere Liebe verginge. Warum? Und doch. Ich glaube fest daran, dass wir bald aus dieser Gefahr errettet werden. Denn ihr seid der Nachkomme Erdriks, des legendären Helden. Ich gucke mich gerade um und das sieht cool aus, was sie da im Hintergrund haben. Können wir sowas dann auch bauen? Da ist noch jemand. Da ist ein Grab. Wenn Finsternis das Land verschlingt, Endricks Hand das Licht uns bringt. Diesen Spruch hat mein lieber verstorbener Großvater gern zitiert. O allmächtige Göttin, wir beten dafür, dass die uralten Lehren sich bewahrheiten. Möge das Licht, piep, 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 auf deiner Mission Weg erhellen. Pilli will auch keiner. Nee, die will wirklich keiner. Das vor langer, langer Zeit geschehen ist, ob dieser vergangene... Ja, okay. Warum träume von anderen Vergangenheiten, Leuten, Menschen, weiß ich nicht. Komisch. Aber das kriegen wir manchmal, wenn wir schlafen. So, ich wollte jetzt eigentlich was... Warum? Mhm. Eine Dauerpennerin. Ey, geh mal hier zur Seite und nerv jetzt nicht. Ausrüstung, nein, Gegenstände. Manchmal ist sie ganz schön nervig, die kleine Eliza. Ich will nur dieses doofe Schild haben, ich will das haben. Erstmal machen wir unser Leben besser. Moment. Ich habe 85 LP. Dann machen wir dieser Schild hier hin. Nein, du sollst es dahin bauen. Privates Schlafzimmer.
Der gehört mir. Und jetzt geh raus. Dieser kleine Lutscher. Der will mich provozieren, ne? Weißt du was? Weißt du was? Die gehen immer rauf, ne? Ich vermies euch so diesen Spaß. Ich vermies es euch. Ich vermies es euch, dass ihr in mein Zimmer einfach rumlauft. Als ob es euer Zimmer wäre. Als ob dieses Schild nichts zu bedeuten hätte. Und es hat aber was zu bedeuten. Es ist mein Zimmer. Meins, meins, meins. Besonders der Roy ist so eine kleine... Ach, müde bin ich nicht wirklich. Aber wenn ich zu viel lese, dann verkacke ich es dann oft. Am Anfang ging es super. So. Au. Bin ich runtergefallen? Ey, weh. Ihr geht nochmal in mein Zimmer, ey. Jetzt bin ich euch schon zu voll. Und du, was mit dir? Komm mal jetzt runter. Der geht da einfach rein. You fucking ernst? Du gehst da trotzdem rauf? Du kommst nicht mehr da rauf. Du kleiner Bastard. Ich muss meinen Raum sowieso größer machen. Wie komme ich jetzt zu denen hoch, ey? Alter. Warum musst du denn da rumstehen? Mensch. Und das hast du alles selbst gebaut? Dann gibt es keinen Zweifel. Du bist dieses Mädchen, über das es so viele Geschichten gibt. Die legendäre Erbauerin. Wenn du nicht, wenn du nichts dagegen hast, mache ich es mir hier bequem. Ich bin zwar niemand Besonderes, aber ich werde dir helfen, wo ich kann. Also wenn du mir Sachen gibst, die ich brauche, dann bist du sehr hilfreich. Es gibt da nur eine Sache, die mir nicht geheuer ist. Dieses Land, auf dem du baust, hier stand doch früher einmal die Festungsstadt Kantel, nicht wahr? Ja. Glaubst du, es stimmt, was man sich erzählt, dass die Stadt von einem riesigen Golem den Erdboden gleich gemacht wurde? Ich denke schon. Wie bitte? Der Golem hat Kantel nicht zerstört, sondern beschützt? Ach, das war ja der Golem. Ups. Ja, die Fesseln werde ich in Betracht ziehen für den Roy und so. Nun, das ist ja schon viele hunderte Jahre her, also werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich passiert ist. Aber die Geschichte, die ich gehört habe, wurde von den Überlebenden selbst weitererzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas erfunden haben sollen. Tja, weiß ich nicht. Lassen wir das. Du bist also die legendäre Erbauerin und ich bin der Nachfahre des legendären Schmiedes. So viele legendäre Leute hier. Ich schätze, ich sollte dir beibringen, wie man Waffen aus Eisen schmiedet. Oh, bitte. So wie mein Vater es mich gelehrt hat und sein Vater ihm. Natürlich wirst du jede Menge gutes Eisen brauchen, bevor du anfangen kannst. Ich habe Eisen. Falls du keines hast, findest du im Damdara-Dün jede Menge davon. Eisenbreitschwert. Oh, cool. Yeah, Eisenhammer. Eisenrüste. Oh, wir werden wirklich hier eine kleine Ersatz-Scarlet. Cool. Eisenschild. Oh Mann, ey, mein Traum wird gerade wahr. Du bist der Beste. Der ist der Beste. Ich mag den am meisten von den ganzen Leuten. Der gibt mir coole Sachen. Aber nur den mag ich. Außer er nervt mich irgendwann. Abwarten. Natürlich. Musst du jetzt nerven. Mach mal das kaputt. Weil. Man weiß ja nie. Lass es jetzt mal so. Ich hoffe, die. Verpisst euch einfach von meinem Zimmer. Ey. Das ist so eine kleine, vollgebaute kleine Hütte, aber egal. Lasst mich! So, wir bauen jetzt. Eisenbreitschwert erstmal. Dann mache ich dieses Kupferding weg. Und ein Eisenhammer. Oh ja. Erstmal gucken, Ausrüstung. Moment. Ich denke, ich schmeiß mal das weg. Sie schmeißt es rüber, das ist sehr schön. Ablegen, wegwerfen. Brauchen wir ja nicht. Und danke für deine Hilfe, Nix. Das ist sehr, sehr cool, dass du mir geholfen hast. Und die Tipps und so. Stabile Stängel. Giftige lilafarbene Halme der Kratzwurzpflanze. Okay.
Da wollte ich jetzt gar nicht mehr hin. Ausrüstung, Moment. Erstmal dieses Schwert hier ranpacken. Reinpacken, anziehen. So, mal gucken. Eisenrüstung. Ich lege mir jetzt all diese Sachen an. Eisenschild mache ich mir auch noch. Und dann noch ein paar Eisenhammer. Weil ich glaube, die sind auch nicht so haltbar. Oh, dann können wir ja endlich weiter. Das ist ja cool. So, Eisenbahn. Ich mache mal noch. Wir haben ja genug gesammelt eigentlich. Ich mache auch mal Kupfer. Warum mache ich nicht eigentlich so viel es geht? Moment. Ich mache mir das hier gerade schwerer, als es ist. Also, ich mache mir mehr Mühe. So, reicht ja erstmal. Dann packe ich diese Barren wieder hier rein. So. Hier haben wir so eine Dinger. Okay, öffnen. So. Das nehmen wir mal. Ich glaube, diese Kiste müssen wir auch mal ausmisten. Ey, das ist ganz schön viel Scheiß. Ich nehme mal hier diese ganzen Steindinger. Und Essen nehme ich auch mal. Toxischer Torf. Ich packe das mal hier rein. Immer was so viereckig aussieht, packe ich immer hier in diesen Dingern rein. So müssen wir ein bisschen die Kiste kleiner machen, dann rüste ich mich gleich aus und dann bin ich mal gespannt. So, mal gucken. Material, Material. Das ist Nahrung, okay. Dann machen wir die Steine mal hier rein. Nahrung bringe ich mal dahin. Ja. Ich mach mal die Küche kaputt und hol mal jetzt das andere, weil das ist ja besser, dieser... Ja, okay, ja, hol rum. Wir machen das jetzt mal zu einer richtig krassen Küche. Ich glaube, das ist besser. Wir klatschen schon wieder. Ich hoffe, wir haben hier genug Platz. Grillküche! 1580, krass. Boah, wie die alle kommen jetzt. Nicht euer Ernst. Das ist so krank, das ist so krank. Monster erscheinen, verpisst euch. Leute, ihr seid im Weg. Dankeschön, ihr nervt sie. Hornhasensteak. Oh Gott, die sind so gruselig. Die sind so gruselig einfach. Achso, Kohle fehlt mir. Obstsalat. Hopper. Oh, lecker. Alter, wie geil. Wir können hier so eine Sachen herstellen. Nicht schlecht. So, Moment. Wir kriegen hier gerade Action. Was machst du denn? Was ist mit dir nicht in Ordnung, kleiner Pisser? Ist das das Steinschwert noch? Moment, ich muss mich ja sowieso nochmal ausrüsten. Hier, das ist das. Steinschwert werfe ich mal weg. Brauche ich nicht den Scheiß. Brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt viel besser ausgerüstet. Du musst etwas ab... Werf weg. Ich will ja diesen Müll nicht mehr. Moment. Ausrüsten. Ausrüsten. Jetzt kommt eine kleine Ersa Scarlet. Ich freue mich gerade voll. Moment, das Schwert muss ich ja auch noch. Moment. Ablegen. Hatte ich nicht zwei Hammer gemacht? Ich habe keinen Platz mehr gehabt, ne? Scheiße. Ich werfe das auch mal weg. Oi, wie süß. Wie süß sie aussieht. Niedlich. Und das Schlafzimmer, der Schlafzimmer kackt, wurde kaputt gemacht. Mann. Jetzt wird doch mal auf, hier mal alles kaputt zu machen.
Oh, die sieht jetzt voll niedlich aus. Das ist wirklich wie so eine kleine Erle. Ich mache jetzt Fallen und so, weil das geht mir voll auf den Sack, dass sie hier laufend reinkommen. So, 30 Stück können wir machen, okay. Ich wollte noch einen Eisenhammer machen, weil ich habe irgendwie einen gemacht und dann war der weg. So, dann gehen wir mal raus. Die Ziegelsteine machen die ja einfach hier platt. Der hat hier wieder eine Aufgabe für uns, der Roy. Oh Gott, wenn der eine Aufgabe hat, dann Amen. Machen es mal kurz kaputt. Ja, heul rum. Müssen wir sowieso kaputt machen. So, nein, das war nicht geplant. Das war auch nicht geplant. Manchmal will sie nicht, so wie ich möchte. Oh ja, die Angst der Statuen. Die werden jetzt richtig rumheulen. Freue ich mich schon, wie die abkacken werden. Wie wir sie zerstören. Das wollte ich nicht. So, wir machen es mal jetzt hier ein bisschen extremer. Nicht genug Platz. Ja. Die Steuerung ist echt ein bisschen... ja, nicht so praktisch immer. Das muss halt immer so eine Mauer sein, damit wir das dahin bauen können. Andere Mauern akzeptieren diese Fallen nicht. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, mehr habe ich nicht. Aber wir haben schon mal einen guten Schutz hier herum gebaut. Man sieht hier, die sterben. Das ist voll geil mit diesem Schutz. Da ist eine Höhle. Da war ich, glaube ich, schon mal drin. Bin ich mir nicht sicher. Und ich muss das hier noch weiter ausbauen. Irgendwie. Ich nehme mal so lange noch diesen Scheiß, so, damit ich das ein bisschen haltbarer halte. Wir gehen gleich zur Statue und dann zerketten wir die. Ich hoffe, es funktioniert dann. Wäre echt nice. Hier muss ich das echt noch ausbauen. Irgendwie. So länger machen irgendwie. Oder größer, ich weiß nicht. Oder an der anderen Seite hier vielleicht länger machen. Bin mir nicht sicher. So, hier den Anfang, dass ich bis hier so... dass ich hier halt noch ein bisschen größer baue. Ich muss halt aber gerade bleiben irgendwie. Nee, das ist nicht gerade. Das ist auch nicht gerade.